So langsam löst sich der Schnee ein bisschen auf. Wir sind nur noch so ganz kleine Stellen. Ich will mehr. Er will mehr. Also gebt ihm mehr. Ah, ich wusste es, du bist doch Drummer in einer Heavy-Metal-Band. Ja. Ich kann mir vorstellen, wie du gerade einfach so ein Headbang dabei gemacht hast. Ja, schon ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ja, hätte ich aber auch gemacht. Und mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, den Nacken gebrochen. Oder wenn dein Headset zu schwer ist und du nach hinten so wippst, dann fliegst du einfach von hinten rüber. Nein, das hatte ich noch nicht. Ist dein Headset schon mal vom Shadow gefallen? Ja. Wegen zu intensiven Gamings. Ah, weil du Headbang schon mal gemacht hast. Ja, ja, ja. Ja, ja, dachte ich mir. Inventar schon wieder voll. Schätzelein. Hey, soll ich mal was Cooles erzählen? Erzähl. Ja. Ah, wirklich? Wow. Echt? Oh, so Mongo. Ach so. Okay. Also, bist du eigentlich schon wieder nach Hause gelaufen? Oder bist du nee, ich bin immer noch da. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Meter ich mittlerweile weitergezogen bin. Ich bin also direkt neben dir, du Bob. Nein, ich meine von dem Platz, wo wir angefangen haben. Du Bob! Du Arsch! Was ist denn los, ey? Du hast den Menschen mit Schwein hier weg. Ich wollte zuerst Stein, dann Schnee und dann Schwein. Keine Ahnung. Und so ein Schwein. So, also. Du Bob. Ja, was denn? Was hast du denn am Donnerstag so Schönes gemacht? Am Donnerstag? Wieso Donnerstag? Einfach so Donnerstag. Was hast du denn Donnerstag so Schönes gemacht? Ich glaube, da hatte ich Training. Das kommt nicht mal ansatzweise daran an, was ich gemacht habe. Boah, so ein Mango. Oh. Was hast du denn gemacht? Weil ich kann nicht einfach mal sagen, so, ich war am Donnerstag da und da. Nein, das geht nicht. Sonst wäre das Minecraft-Let's Play wie jedes andere. So, ja. Ich habe ein volles Inventar. Also, am Donnerstag war ich bei dem Fußballspiel. Düsseldorf. Hund töten! So, ja, sorry. Was hast du gesagt? Hund töten. Ach so. Ich dachte, du hast so einen fetten Gegner oder so von denen aufgesagt. Nee, ich war beim Spiel Schalke gegen Nikosia. Ja, und? Wie war's? Wir haben Europa League gespielt und das war sehr geil. Aber ich möchte auch nicht mehr davon erzählen. Oha, okay, verstehe ich, ja. Weil ich hab die Erfahrungen gemacht, dass ich es hasse, wenn ich mir die Folge Minecraft später ansehe und ich merke so, boah, ich habe schon wieder so viel Scheiße darüber gesagt, dass das interessiert niemanden. Doch, mich interessiert selbst das. Mich auch. Ja, aber tut es mich interessieren. Es könnte richtig sein. Also, es war sehr geil. Ich habe versucht, dir ein Foto zu schicken, aber mein iPhone 5S hat es nicht zugelassen. Das ist ein schlechtes Handy. Ja, wollte ich gerade sagen. Hallo, 6S. Muss sein. Ja. Wer iPhone 5S hat, der lebt schon wieder in der Vergangenheit. In der Steinzeit, ey. Ja. Steinzeit der Neuzeit. Und das war sehr cool. Nein, mein Dings. Was hast du denn am Donnerstag so gemacht? Ich hatte Training. Aber mir auch nicht. Magst du davon erzählen? Warte, mein Gedächtnis sagt. Was haben wir denn da gemacht? Hast du vielleicht ein Tor geschossen oder hast du den Ball wieder in die Fresse bekommen? Oder wieder gar in die Eier? Gar nichts von beiden. Oder wieder so schön gegen den Arsch und dann so, oh, Toralbo Fusole. Oh. Ah. Die ist doch nicht so fest, du mit deiner Schusskraft. Ja, wollte ich gerade sagen. 40 oder so. Naja, also,
Nee, ich glaube, da war aber nichts Spezielles. Ah, doch, doch, doch. Wir haben... Ah, ich weiß wieder was. Wir haben zuerst einlaufen. 15 Minuten einfach um Platz. Ihr habt mega einen Einlauf bekommen, ich wusste es. Mega langweilig. Läuft das beim Dein Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll. Ach so, okay. Na, oh, das stimmt, also du merkst das früher als ich weiß nicht, wie lange ich hier noch rumgelaufen bin. dann hätte ich wieder gesagt, oh, da ist noch ein bisschen Schnee. Und da, und da, und da. Oh, shit. Und dann kam eigentlich relativ schnell so ein Ballbesitzspiel, so in engen Raum, 8 gegen 8 oder so, und dann Ballbesitz. Auch mit einem Fußball? Ja, klar. Weil wir machen das manchmal mit einem Tennisball. Echt? Und danach mit einem Medizinball. Medizinball hatten wir auch schon. Ah, dann spielen wir eher Handball als Dann Fußball. Mit einem Rugbyball. Das dann hatten wir auch mit schon. Mit einem... Nochmal mit einem Medizinball. Dann gibt's 60 Sekunden Pause. In einem Training? Ja. Boah, krass. Danach... Wie war das? Das war letzten Dienstag noch so. Warte mal, was kam dann? Dann kam 5 Liegestütze auf einem Arm, auf einer Hand. Oh, krass. In der Asche vor allem. Habt ihr Asche? Ja, wir haben noch Asche. Ist ja mega eklig. Aber das Gute ist, ich habe gestern noch so einen Artikel gesehen, wir bekommen, also jetzt Frühjahr 2016 soll es anfangen mit den Bauarbeiten für einen Kunstrasen bei uns. Cool. Da müsst ihr aber... Sehr geil. Müsst ihr aber, auf einen anderen Platz und das ist dann eklig, weil ihr dann auf so einen Scheißplatz kommt, wie wir. Ja. Das ist dann voll der Acker. Ja, entweder auf einen Scheißplatz oder auf einen anderen Platz, der ja schon Kunstrasen hat. Nee, weil ich glaube nicht. Was weißt du denn? Also, weil. Weiß nicht. Wir sind so ziemlich mit ein paar anderen die letzten, die noch auf Asche spielen. Keine Ahnung, wie das laufen wird. Weil bei uns sollen jetzt nämlich auch alle Ascheplätze zu Kunstrasenplätzen werden. Und als unser umgebaut wurde, mussten wir auch auf so einen Scheißplatz umsteigen. Ja, das dachte ich mir. Weil die größeren Plätze sind einfach immer belegt. So langsam geht mir der Schnee aus. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich auch nicht. Ich habe so unfassbar wenig Spaß gerade. Oh Gott. Vor allem, ich brauche nicht mal so viel Schnee. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay. Das werde ich später bereuen, ey. Soll ich dir die Koordinaten mal eben sagen? Die kannst du schon mal reinschreiben, wenn du magst. Okay. Ansonsten, naja. Noch ein bisschen mache ich. Wo ist mein Koordinatenzettel? Ich weiß nicht, meine Finger fangen langsam an weh zu tun. Ist richtig komisch. Mein ganzer Körper hat was dagegen, jetzt noch weiter Schnee zu fahren. Deutschland. Deutschland schießt ein Tor. Bei der Europameisterschaft 2049. Boah, es muss doch hier noch irgendwie, weiß ich nicht, gerade Flächen geben, wo Schnee ist. Das ist ätzend auf dem Berg, ey. Mann! Ibidibabs, gibt es. Oh, Scheiße, wenn ich darunter springe, bin ich tot. Ja, ich war gerade auch an so einem Abgrund. Meine Güte. Hühnerei! Mein Inventar ist voll. Hühner! Oh, hier liegt noch eine Menge Schnee. Oh, jetzt kommen auch noch Zombies, jawohl. Das glaube ich, jetzt macht er aber richtig Spaß hier, ey. Ey, kommt Leute, verpisst euch, ey. Und nicht mal die Hälfte meines Inventars voll. Ja, ich hab vielleicht 4 Stacks gerade oder so. Nee, ich hab 8 oder so.
Ah ja, du bist eben Gamer. Ich weiß. Du hast ja auch eine Silent-Maus, eine viel bessere als ich. Auf jeden Fall. Dazu noch das Mauspad. Ja. Das gibt ja auch nochmal 20 Punkte dazu mindestens. Ja, Schnelligkeit, ne? Und Flexibilität. Ja, das hab ich extra geskillt, nur für das. So, ja, genug von der Scheiße. Jetzt gehe ich nach Hause. Was haben wir denn? 180. Oh, lass mich in Ruhe, Zoomboy. Nächste Schaufel. Nächste Schaufel. Inventar ist voll. Ach nee. Es wird wieder übel spannende Folgen. Ich muss demnächst auch nochmal Quarz farmen gehen. Aber Quarz brauche ich ja zum Glück nicht so viel. 180, 420. Genau. Oh Gott. Aua. Da war noch ein Creeper. Jo. Fängt das wieder an. Ja, mir ist mega langweilig, Alter. Aber so richtig langweilig. Du denkst dir so, du könntest dir auch jetzt lieber einen Zehnagel rausreißen, das würde mir Spaß machen. Ich wünschte, ich könnte darüber lachen, weil das eigentlich lustig ist, aber die Vorstellung, dass das so unfassbar eklig ist, ja, ich kann sagen, dass ich ein Video davon gesehen habe, das verschlagt mir doch so ein bisschen mein Lachen. Boah, bist du eklig, Alter. Wer ist eklig? Du oder ich? Du. Falsche Antwort. 180. Ah, fuck, 160, oh Mann. Bin nicht aufgepasst. Ender! 180, 420. 420. Okay. Schaufel ist kaputt und Inventar ist voll. Na komm. Boah, bin ich weit weggelaufen, ist doch phänomenal. Wann hattest du eigentlich das letzte Spiel von dir? Ein echtes Fußballspiel. Meinst du? Ja. Boah, 2-3 Monaten. Boah, was? Ich leg gerade eine Pause ein. Inventar ist voll. Vor allem jetzt über den Winter habe ich keine Lust mit der ganzen Kälte und so. Nee, brauche ich nicht. Aber so langsam, ich hab. Das Komische ist, ich habe letztens vor ein paar Tagen den Ronaldo-Film gesehen. Hast du den schon gesehen? Nee, noch nicht. Ich muss sagen, der gibt mir so ein bisschen Ansporn. Ist der gut? Wieder zu einem Fußballspiel zu gehen. Ich weiß nicht, was das ist, aber der Film hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, du verstehst mich nicht ganz, du Dummkopf. Doch. Doch? Wir reden zuerst über den Film und dann vor allem kommt der Satz, ich weiß nicht, was das ist. Ja, und du meinst, ich hab den Film gemeint, hä? Ja. Ja, aber du meinst, ich weiß, die Motivation. Ich weiß nicht, wo dieser, ja genau, wo das herkommt durch den Film eben. Ich weiß nicht, irgendwann, ja. Mal gucken, wann ich wieder gehe. Aber das ist echt schon lange her. Weißt du, ich rede ja wenigstens mal ein bisschen. Und du nur, vor einer Woche. Stille, 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 Stille. Oh, mein Inventar ist voll. Stille, Stille. Meine Schaufel. Stille, Stille, Stille. Oh, mein Inventar ist voll. Stille, Stille, Stille. Was hast denn so zum Abendbrot gegessen? Stille, Stille, Stille. Ja, siehst du, das ist...